Landwirtschaft ist auch Technik. Unter anderem auch kuriose Maschinen. Welchen Traum ich mir hier erfüllt habe, welche kuriose Maschine ich mir hier zugelegt habe und wie wichtig diese Maschine für diesen Bauernhof ist, das seht ihr jetzt in diesem Video. Aber die, haben wir die schon losgelegt, die Vorbereitung hier? Idiotensicher, rot an rot ist plus. Schwachstrom. Da liegt nur am guten Fett. Zeig ihn mal, der lautet Bergsteiger. Hey, du Bergsteiger. Marc, hast du nicht gesehen, dass er mich hier verletzt hat gerade? Ja. Hallo? Erstens war das nicht mit Absicht und zweitens... War das pure Absicht. Wäre sogar verdient gewesen. Du hast mir wehgetan. Da wird uns auf Dauer verfolgen jetzt, Janis. Komm, wir fahren jetzt los. Wir werden jetzt den Leuten zeigen, wie geil dieser Bagger ist. Also, CapView. Dieses Gerät hat ein Lenkrad, was man in der Höhe verstellen kann. Praktisch für kleine Menschen auch. Und für große. Dann hat dieses Ding eine herausnehmbare Frontscheibe, wo sind denn da? Quasi besser als dieses Cabrio, weil man den Fahrtwind direkt in die Nase bekommt. Dann hat man hier, wie bei einem üblichen Bagger, zwei Bagger hier. Man hat wie beim Radlader, und man hat hier eine Hammerleitung, man hat hier vorwärts, rückwärts, man hat hier Bedienung von dem Pratzen vorne. Kommst du damit, Max? Und wenn man ganz leise ist, hört man die Klimaanlage mit der Grund rauschen. Und Radio hat's auch, aber nur leider momentan ein Lokalsender, der nichts ist, wenn er tut. Und Scheinwischermotor, der aber außer Gefecht ist aktuell, weil es ja auch eh nicht mehr regnet hier. Und lohnt auch nicht, für die ja fertig zu machen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Regen jemals baggern, ist so gering, da können wir besser Lotto spielen. Okay. Und ein praktisches Fach für Zollstöcke. Passen sogar zwei rein. Und eine Menge Papier. Rangieren. Nicht nur, dass man da wunderbar mit rangieren kann, man kann in alle Richtungen gucken, sondern man hat auch eine automatische Anhängerkupplung. Das ist schon mal mega praktisch, weil man kann rangieren und die Maschine einfach so abhängen. Da braucht man keinen zweiten und dritten. Das macht man ganz alleine. Aufpassen. Weil du viel rennen musstest, ne? Danke dir, ich bin jetzt schon hier. Kleines Bürleck hier. Ist ein Schlauch geplatzt. Aber jetzt ist er wieder wie null. Hast du nur einen zum Abputzen für die Finger? Ja, kein Problem. Du wolltest das hier so drin einwickeln oder so. Ja, ich wollte erstmal den Finger putzen. Das bringt halt erst weg, dann hast du ja nicht die Finger einmal nicht versaut. So. Jetzt die andere Hand. Jetzt verletzt dich noch einer. Du musst mal lernen, ein bisschen mehr mit deiner Kraft umzugehen. Ne? Du musst dich ein bisschen besser dosieren. Ich hatte immer noch einen gut bei dir, jetzt ein paar Quitt. Jetzt rede ich auch nicht mehr von meinen Verletzungen, die du mir gerade zugefügt hast. Ich bin nicht mehr versprochen. Nächste Disziplin von diesem Mordsgerät ist Radladern. Die Schaufel, die jetzt halt nach vorne ist. Und das ist eine Klappschaufel. Damit kann man quasi noch laden. Und jetzt werden wir mal schieben.
und hochladen. Jetzt kann man kurz dem zeigen. Jetzt habe ich ihn umgestellt auf Radarbetrieb. Dann habe ich ihn quasi auf diesem rechten Joystick. Da kann ich alles machen. Ich kann ihn so nur auf dem rechten Joystick bedienen. Wie ein Radlader. Links lenken, rechts bedienen. Alle, die Radlader gefahren haben, kennen das. Jetzt habe ich ein bisschen Vorteil, dass ich den zweiten Blick drin habe. Und ich kann auch wirklich hochladen. Das ist Funktion Nummer 1, die Radlader-Funktion. Aber ihr habt ja schon gemerkt, es ist nicht nur ein Radlader, es ist noch ein Bagger. Der kann sich auch in eine Richtung drehen. Das ist quasi dann die Plusfunktion eines Radladers. Und wenn wir jetzt mal den Radlader vergessen und uns vorstellen, dass es auch ein Bagger ist, dann kann der folgende Sachen wie jetzt kommen. So, die nächste Funktion, die der Bagger kann, ist Baggern. Das macht der in Perfektion. Das Ding wiegt 9 Tonnen, hat also dementsprechend schon ordentliches Gegengewicht. Und wir haben hier Abschluss. Sinnlos ist Baggern vom Sand. Also Funktion, die so ganz einfach baggern. Und jetzt mal auf den ganz Film hinein in der Kurve. Wir hatten jetzt, was haben wir jetzt alles, Max? Radlader? Bagger? Angler? Ja, und jetzt kommt der Gabelstapler. Irgendwer hat dieses Fass mit Flüssigkeit hier drin gerollt. Aber ein Fass liegt hier rum mit ganz vielen Kilos drin. Da muss hier raus. Jetzt muss dieses Fass da drauf. Ist aber ganz egal, wo der liegt, weil der Bagger ist so flexibel, der kann in alle Richtungen. Viel schneller als die Gabelstapler. Gemeine ist, Steuerung ist funktioniert genau andersherum wie bei jedem Trecker oder Radlader, weil es einfach eigentlich ein Bagger ist. Wolf, go! Da muss man aber auch schon mega Gefühl für haben und sensibel sein. Das eine gehört für so Typen wie mich. Gefühlvoll, sensibel, nebenbei gut aussehen, ganz aktiv. Janis, ich hab schon was. Und Janis, ich konnte das heben, obwohl ich so Schulterschmerzen habe. Nein, der Mann. Nein. Wovon denn sonst? Ich bin gestürzt heute. Hast du noch gar nicht gehört? Ich bin einfach gestolpert und dann lag ich da auf einmal, weißt du? Ich habe sogar hier am Bein eine Wunde. Und hier habe ich mich gestürzt. Das ist aber, wenn der Geist immer mehr will, als der Körper eigentlich kann. Wenn der Körper ist schon bei 200%, aber der Geist will 300%. Dann regt es auf. Gabelstapler ist auch erledigt.
Was wir wohl haben an diesem Gabelstapler, ist etwas Zahnschmerz an der Palettengabel. Ich will mal die Paletten ausmachen. Von der Seite her. Seht ihr? Leichte Zahnschmerz. So, jetzt haben wir Stapler fertig. Jetzt kommt der Kran. Dem ist nichts hinzuzufügen. Da würde ich so unterstreichen und Punkt machen. Was hat er, Johannes? Kannst du. Oh nein! Was war das? Der schaltet sich normalerweise noch ab, ey. Oh mein Gott. Das ist doch eine Automatikpistole. Wollt ihr doch alles scheiße? Holt's mal im Bindemittel, Johannes. Nichts klappt heute so richtig, gar nichts! Das kommt ins Video. Ja, das kann doch sein. Aber wir befinden uns hier zum Glück auf einer befestigten Fläche, wo das passieren darf. Also der Bagger und Diesel ist ein bisschen schwierig. Da hat sich nicht abgeschaltet. Warum? Keine Ahnung. Er hat sich einfach nicht abgeschaltet. Du hast ja nichts hier, Spaß. Okay, also wir haben jetzt richtig erfolgreich gezeigt, was dieser Bagger kann und was er nicht kann. Was er auch noch kann, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Man kann da super Strohballen mitladen. Ne? Ja. Habe ich ganz kurz im Video gemacht. Ich gucke mal, ob ich das noch finde und hier reinhake. Wenn man die Zähne nicht abbricht. Halt das Thema. Super vielseitiges Gerät, definitiv. Wenn ihr Fragen zu diesem Gerät habt, wenn ihr euch das mal ausleihen wollt für 5.000 Euro eine Stunde, ne? Mit Fahrer? Mit Fahrer. Entweder Janis oder mich. Oder Maike. Dann schreibt in die Kommentare. Wir kommen gerne vorbei. Für den Transport müsstet ihr aber dann sorgen. Und Übernachtung auch. Und Bier auch. Und Bier auch. danke fürs Anschauen. Lasst einen Klick da und Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.